Damiana wird seit Jahrhunderten als natürliches Aphrodisiakum und Entspannungsmittel in Mittel- und Südamerika verwendet. Schon zu der Zeit der Azteken und Mayas wurde Damiana ausgiebig eingesetzt, um Potenz und Libido zu erhöhen. Manche Menschen vergleichen Damiana mit Cannabis aufgrund seiner entspannenden und gleichzeitig stimulierenden Wirkung. In der Tat wird Damiana von einigen Eingeweihten in Mexiko geraucht, um sich in einen Rauschzustand zu versetzen. Diese Wirkung soll vergleichbar mit der Wirkung von Cannabis sein. In anderen Geheimrezepten werden Damianablätter mit Cannabis vermischt. Damiana enthält eine Reihe von Wirkstoffen, die die Funktion des Hormon- und Nervensystems positiv beeinflussen. In der Kräutermedizin Mexikos wird Damiana verwendet, um sowohl den Körper zu entspannen als auch gleichzeitig das Energieniveau zu verbessern. Damiana hat viele Vorteile. Insbesondere erhöht es das sexuelle Verlangen und die Leistung. Es beseitigt Impotenz, lindert Verstopfung, verringert Depressionen, Nervosität und Angstzustände, hilft bei PMS-Symptomen, Muskelschmerzen, Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen, verbessert die Verdauungsgesundheit. Die Damiana-Pflanze wird traditionell auch zur Bekämpfung anderer Erkrankungen verwendet, einschließlich NME, Diabetes, Atemwegsinfektionen, Candida und Hauterkrankungen. Was ist Damiana? Damiana ist eine Heilpflanze, die in Mittel- und Südamerika beheimatet ist. Diese Pflanze ist ein kleiner Strauch, der gelbe Blüten trägt. Damiana ist ein Mitglied der Pflanzenfamilie namens Tuneraceae und hat viele Namen auf der ganzen Welt, wie mexikanische Stechpalme oder Damiana aphrodisiaca. Das Blatt und der Stamm der Damiana-Pflanze wurden in der Vergangenheit entweder geraucht oder zur Herstellung von Kräutertees und Tinkturen verwendet, die viele vorteilhafte Eigenschaften aufweisen. Damiana verbessert die Stimmung und mindert Stress. Als häufiges Einsatzgebiet von Damiana in Mexiko ist die Behandlung von Symptomen der Depression, Angst, Nervosität, Lethargie und Schlaflosigkeit. Damiana wird von einigen Forschern als adaptogen angesehen, da die Pflanze helfen kann, die Stresstoleranz zu erhöhen. Damiana kann ihnen dabei helfen, dass sie sich entspannter und besser fühlen. Es hilft, körperliche Symptome von Stress wie Muskelverspannung oder Kopfschmerzen zu lindern. Außerdem verhilft diese Heilpflanze zu einem besseren Schlaf. Damiana soll zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens beitragen, indem dieser Tee viele körperliche Symptome wie Schmerzen und Müdigkeit reduziert und die Verdauung, Energiekonzentration und das sexuelle Verlangen verbessert. Damiana verstärkt die Libido und Potenz. Es ist als natürliches Aphrodisiakum bekannt, da dieses Superfood die sexuelle Erregung und den Blutfluss in den Genitalbereich verbessert. Es wird angenommen, dass Koffein, Arbutin und Flavonoide die wichtigsten Wirkstoffe in Damiana sind, da sie die sexuellen Funktionen verstärken. Damiana kann Männern und Frauen bei der Stärkung der Libido helfen. Außerdem kann sie dazu beitragen, Impotenz zu reduzieren. Weitere Gründe für die aphrodisierenden Eigenschaften von Damiana sind die Fähigkeiten, chronische Müdigkeit zu bekämpfen, die Auswirkungen von Stress zu reduzieren und die Ausdauer zu verbessern. Studien zeigen, dass Damiana in Bezug auf die chemische Zusammensetzung einem anderen pflanzlichen Aphrodisiakum, der Johimbe-Rinde, sehr ähnlich ist. Studien, die die Wirkung von Damiana auf das sexuelle Verlangen und die Leistung untersuchten, wurden bisher nur an Tieren durchgeführt. In Studien mit Ratten, bei denen Impotenz auftrat, zeigten, dass Damiana zur Verbesserung des Paarungsverhaltens beiträgt. In einer Studie erhielten Ratten einen Tee von Damiana in einer Dosis von 80 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Diese Dosis erhöhte nachweislich den Prozentsatz der männlichen Ratten mit normaler sexueller Funktion. Damiana hilft auch, hohen Blutzucker bei Diabetes zu senken. Einige Studien haben gezeigt, dass eine Kombination von Damiana, Guarana und Mate-Tee übergewichtigen Menschen hilft, ein gesünderes Gewicht zu erreichen. Diese Kräuter sind in der Lage, das Energieniveau zu verbessern, was die körperliche Aktivität unterstützt, stressbedingtes Essen reduziert, das hormonelle Gleichgewicht verbessert und möglicherweise Appetit oder Heißhunger reduziert. Laut einer Studie beugt Damiana nicht nur Übergewicht vor, sondern auch hohen Blutzucker und Magen-Darm-Beschwerden. Das Kraut ist krampflösend und beugt vielen chronischen Krankheiten vor. In bestimmten Tierversuchen zeigte sich, dass Damiana antioxidative Eigenschaften besitzt, die Nierenschäden und Diabetes durch oxidativen Stress verhindern können. Damiana kann Infektionen bekämpfen, die
Damianerpflanze wird in der Volksmedizin Südamerikas zur Behandlung verschiedener Arten von entzündlichen Erkrankungen und Infektionen verwendet. Heute wissen wir, dass die Pflanzen aus der Familie der Damianergewächse antibakterielle Verbindungen enthalten, die natürliche Antibiotika sind. Es wurde gezeigt, dass Damianer als natürliches entzündungshemmendes Mittel schleimlösend ist, die Atemwege öffnet und Husten stoppt. Es stärkt auch das Immunsystem. Es gibt Hinweise darauf, dass Damianer zur Behandlung von Ohrschmerzen, Ohrinfektionen und Nierenentzündung eingesetzt werden kann. Jahrhundertelang wurden Pflanzen, die Pinocebrin und Flavonoide enthielten, bei den Damianer enthalten zur Bekämpfung von bakteriellen Infektionen der Atmungs-, Verdauungs- und Reproduktionsorgane verwendet. Für viele Bakterienstämme ist Damianer toxisch, das heißt, ist ein Antibiotikum ein natürliches Antibiotikum, selbst für antibiotikaresistente Keime und Bakterien. Damianer lindert Schmerzen bei Frauen, die schwere PMS-Symptome haben, wie Krämpfe und Stimmungsschwankungen. Da also gerade für mehr Frauen, die unter PMS-Symptomen leiden, ist Damianer-Tee ein sehr, sehr gutes Mittel. Hilft auch gegen Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Bauchschmerzen. Ist insgesamt entspannt für Frauen und Männer. Damianer hilft auch Verstopfung, Blähung und Bauchschmerzen zu lindern. Damianer hat keine Nebenwirkungen in kleineren Dosierungen. Bei manchen Menschen können ganz milde Magen-Darm-Probleme auftauchen in hohen Dosierungen. Ansonsten ist Damianer absolut sicher, hochwertiger Damianer-Tee. Damianer sollte verwendet werden, vor allen Dingen als Tee ist die beste Anwendung. Zweite Möglichkeit sind Kräuterauszüge, das heißt alkoholische Auszüge. Dann gibt es auch noch Kräuterliköre, auch alkoholische Auszüge, die ziemlich wohlschmeckend sind. Spezialisten rauchen die Damianerblätter, das ist aber allerdings eher um Rauschzustände zu erzeugen, ist nicht empfohlen. Am besten ist der Damianer-Tee und zweitbesten sind alkoholische Auszüge. Man kann sogar mit Damianerblättern backen, das ist natürlich etwas für Spezialisten. Wie ist die Dosierung von Damianer? Es gibt dazu noch wenig moderne Erkenntnisse. In Mexiko haben die Menschen einfach 3-4 Tassen Damianer-Tee am Tag getrunken. 2 bis 4 Tassen sind 2 bis 4 mal 250 ml pro Tasse. Das ist eine normale, gute Dosierung, um die Stimmung zu verbessern, um sich gelöst und beruhigt zu fühlen. Damianer-Kapseln gibt es auch aus gemahlenem Pulver. Ist nicht so empfehlenswert. Die Wirkung ist schwächer als beim Tee, da im Wasser alle Vitalstoffe gelöst sind. Damianer-Tee ist wirklich ein herrliches Getränk, ist auch wohlschmeckend und kann jedem empfohlen werden, um einfach die Lebensqualität zu verbessern und die positiven Wirkungen auf die Potenz, Stimmung und auch bei Erkältungskrankheiten zu spüren. Die langfristige Anwendung von 3 bis 6 Monaten ist also ideal. Immer danach 1-2 Tassen Damianer-Tee am Tag hilft, die Stimmung langfristig zu verbessern und die Vorteile auf die Potenz und Libido zu spüren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen nach oben, abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.